Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es um eine Krankheit, die zwar selten vorkommt, aber die Patienten trotzdem mit voller Härte trifft. Es geht um primären Knochenkrebs, das Osteosarkom, das vor allem bei Kindern vorkommt. Jungs trifft es häufiger als Mädchen. Die gute Botschaft: häufig lässt sich dieser Krebs heilen. Bei mir ist Professor Dr. Axel Hillmann. Er ist Fachbereichsleiter des Zentrums für Sarkome und Muskel-Skelett-Tumoren am Asklepios Klinikum Bad Abbach. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Professor Hillmann. Danke. Sagen Sie uns so vielleicht zum Einstieg, was genau passiert beim Knochenkrebs? Das ist eigentlich sehr vergleichbar mit dem Krebs, den wir üblicherweise kennen, also zum Beispiel von der Lunge, von der Leber. Nur in diesem Fall wird der Knochen befallen oder die Muskulatur, beim Osteosarkom natürlich der Knochen, und frisst sich langsam durch den Knochen. Das bedeutet, der Knochen wird instabil, kann brechen, und das Schlimme ist, diese Tumoren können in die Lunge metastasieren und führen dann in vielen Fällen auch zum Tod. Ja, dieses Entarten der Zellen in einem Knochen trifft vor allem Kinder unter 20 Jahre, ist ja, das richtig? Genau. Tatsächlich ist das so. Und wo findet er sich bei den Kindern dann meistens? Also dieser Tumor tritt häufig in der Nähe der Kniegelenksregion auf. Das ist die häufigste Lokalisation des Osteosarkoms. Oder auch im Bereich des Oberarmknochens, aber ist immer relativ nah lokalisiert an der Wachstumsfuge. Da sehen wir auch einen Zusammenhang, nämlich die Wachstumsfuge ist ja in dem Alter, 14, 15 Jahren, sehr aktiv. Die Knochen werden länger, die Kinder wachsen. Und in diesem Bereich kommt es dann plötzlich zu einer Entartung. Das heißt, eine normale Wachstumszelle ist nicht mehr die normale Wachstumsknochenzelle, sondern entartet und kann dann zu diesem Krebs führen. Ja, woran merkt das denn der junge Patient oder seine Eltern, dass da was ist? Die Krankengeschichte läuft oft sehr ähnlich. Also die Kinder kommen zum Beispiel nach einem aufregenden Schulalltag nach Hause und sagen, ich habe jetzt schon seit 2, 3 Tagen Beschwerden im Kniegelenksbereich. Und diese Beschwerden muss man ja nicht sofort verfolgen, aber wenn solche Beschwerden länger auftreten und immer wieder kommen, und mit länger meine ich einen Zeitraum von ungefähr 4 Wochen, muss man dringend damit rasch zum Arzt gehen, um dann auch eine Röntgenaufnahme zu veranlassen. Also Schmerzen, vielleicht auch Schwellung? Ja, Schmerzen, Schwellung, bis dahin, dass so ein Knochen auch brechen kann. Wir haben eben schon gesagt, die Knochenzellen, diese Tumorzellen zerfressen den Knochen. Und Eltern fragen dann oft, hätte man das nicht im Blut sehen können? Das kann man in aller Regel nicht im Blut sehen. Also die ganzen Untersuchungen aus dem Labor reichen nicht, um den Knochenkrebs zu erkennen, sondern er tritt wirklich anhand von Schmerzen und diesen Symptomen, die wir eben genannt haben, auf. Das heißt ja dann für Eltern, dass sie also, wenn sie Kinder haben in dem Alter und es tut in den Beinen weh, aber glaube ich nicht nur in den Beinen, kann auch in den Armen sein, ja, länger als 2 Wochen dann schon richtig zum Arzt? Also wir haben so einen Zeitraum von 4 Wochen, weil da, an so einem Schulalltag passiert ja viel. Da fällt man vom Skateboard oder stürzt mit dem Fahrrad, wird beim Fußball getreten, deswegen muss man nicht sofort zum Arzt laufen. Aber wenn sich Beschwerden konstant halten, sollte man einen Termin ausmachen. Und da ist so ungefähr die Marge 4 Wochen. Was wir auch oft sehen und was eigentlich eine Katastrophe ist, ist, wenn man dann sagt, okay, ich habe ja noch eine Salbe in meiner Hausapotheke und schmiere diese Salbe drauf. Und tatsächlich ist auch die Symptomatik nicht gleichlaufend, sondern die kann durchaus ein bisschen wechselartig sein, wellenförmig verlaufen. Ja. Nur zu lange warten darf man da nicht. Und dann kommt ja als nächstes die Diskussion beim Arzt, mache ich eine Röntgenaufnahme oder nicht? Strahlenbelastung, wir kennen alle das Thema. Irgendwann ist dann nach diesem Zeitraum eine Röntgenaufnahme auch dringend erforderlich und auch zielführend. Sie können diesen Tumor dann mit einer Röntgenaufnahme in aller Regel gut erkennen. Ja, muss man denn ein strahlenbewährtes Verfahren anwenden oder geht auch was anderes, um das zu sehen? Ja, man kann natürlich, um was schnell zu machen, auch mal eine Ultraschalluntersuchung machen. Aber Sie kommen mit dem Ultraschall in das Weichgewebe, aber nicht in den Knochen rein. Und deswegen ist eine Röntgenaufnahme unverzichtbar. Ja. Es gibt Verfahren wie das Kernspintomogramm, aber das ist eigentlich dann erst der nächste und der übernächste Schritt. Das brauche ich auch dringend, aber die Diagnose stelle ich primär erstmal an der Röntgenaufnahme. Ja, wenn Sie also diese Diagnose jetzt durchgeführt haben und wenn Sie den, ich sag mal, berechtigten Verdacht haben, dass da tatsächlich nun Krebs ist und dass es sich hier nicht etwa um Wachstumsschmerzen oder so etwas handelt, was man ja manchmal auch glaubt, ja, bei den Kindern, genau, dann geht es ja in Richtung Therapie. Was machen Sie? Es gibt in Deutschland und in Europa
eigentlich überall relativ ähnliche oder gleiche Behandlungsstandards. Das läuft so ab: Diagnose, das haben wir jetzt eben abgeschlossen mit der Röntgenaufnahme und den Zusatzuntersuchungen, und dann erfolgt schon schnell eine Gewebeprobe. Selbst wenn ich weiß, das muss ein Osteosarkom sein, das Alter passt, die Lokalisation passt und. Die Röntgenaufnahme muss ich eine Gewebeprobe entnehmen. Und die Gewebeprobe muss unter dem Mikroskop untersucht werden. Und erst mit der Bestätigung dieser histologischen, also mikroskopischen Diagnose, geht dann die weitere Therapie los. Man denkt dann vielleicht als Laie, da muss ruckzuck eine Operation her, der Tumor muss ja schließlich weg, aber das läuft schon seit etwa Mitte der 70er Jahre etwas anders. Wir machen also zunächst 3 Monate lang eine Medikamentenbehandlung, eine Chemotherapie. Ja. Nach diesen 3 Monaten erfolgt dann die richtige Operation. Richtige Operation heißt, dann wird sämtliches Tumorgewebe entfernt. Und dann erfolgt eine weitere Fortführung der Chemotherapie über nochmal 6 Monate in etwa. Ja. Also der gesamte Behandlungszyklus ist ein Dreivierteljahr lang. Dann lassen Sie uns doch erst einmal über diese erste Chemo sprechen, diese 3 Monate. Schicke ich da mein Kind dann für 3 Monate zu Ihnen ins Krankenhaus? Also zu mir schicken Sie das Kind zur Gewebeprobe. Und es geht dann in eine onkologische Spezialklinik, also entweder in eine Kinderklinik oder, wenn das Alter von 18 Jahren überschritten ist, in eine Erwachsenenonkologie. Das bedeutet, dort wird also nach einem Protokoll, nach einem Kochrezept, sagen wir mal, erfolgt eine Chemotherapie nach diesem bestimmten Standard. Also das wird dann aber nicht kontinuierlich über 3 Monate gemacht, sondern die Patienten bekommen das jeweilige Medikament, das ist ein Medikamentenmix aus 4 Medikamenten, immer über 2-3 Tage. 4 Tage bleiben diese 4 Tage in der Klinik und gehen dann wieder für 2 Wochen ungefähr nach Hause. Sie kriegen tatsächlich zu Beginn der Erkrankung, der Diagnosestellung, einen Stundenplan und wissen heute schon, wo sie in 8 Wochen oder 10 Wochen sind, zu Hause oder in der Klinik. Ist das eine Chemotherapie mit den berüchtigten Nebenwirkungen? Ja, die Nebenwirkungen sind sehr belastend. Wir erkennen das am Äußeren, immer an dem Haarausfall natürlich. Aber das ist schon eine starke Belastung. Betrifft die Mundschleimhäute, das betrifft das Infektionsrisiko. Also die Kinder können sehr rasch eine ganz dramatische Entzündung auch bekommen. Und Übelkeit natürlich, Erbrechen. Aber letztendlich wissen wir aus der Vergangenheit, dass ohne diese Chemotherapie eine Heilung absolut nicht möglich ist. Selbst mit radikalen Operationsverfahren geht das nicht. Sie brauchen als Bestandteil der Therapie immer auch diese Medikamentenbehandlung. Ja, nun sind ja diese Chemotherapien berüchtigt, nicht nur wegen ihrer Nebenwirkungen, sondern auch wegen der Langzeitwirkung. Genau. Und wer sich dann mal informiert, der erfährt auch etwas über Immuntherapien und fragt sich, warum machen sie nicht das? Also ja, mehr genau. Belastung im Moment, aber dann vielleicht für später besser für den Körper. Die Immuntherapie, die ist schon sehr vielversprechend. Aber wir müssen uns das folgendermaßen vorstellen. Also Immuntherapie müssen wir erstens unterscheiden. Es gibt so die landläufig bekannte Immuntherapie, indem man sagt, ich trinke viel Gemüsesaft und Zink und Selen und Vitamin C. Das meine ich aber nicht. Es gibt noch eine andere Immuntherapie, die sicherlich ihren Stellenwert zum Teil hat, aber sicherlich noch bekommen wird. Im Moment ist sie für das Osteosarkom noch kein Bestandteil, höchstens ein Additiver in Absprache mit den Onkologen. Aber im Moment wird das Osteosarkom noch behandelt nach einer herkömmlichen Chemotherapie. Was passiert da überhaupt? Also wir haben ja im Körper, das haben wir eben schon mit den Wachstumsfugen angesprochen, ein normales Wachstum, was geregelt wird über Wachstumsfaktoren, Wachstumshormone, Wachstumseiweiße. Damit das Wachstum nicht überbordend ist, sonst würde ja jemand 4 Meter groß werden, gibt es auch sogenannte Tumorsuppressorgene oder Suppressorgene, die also irgendwann das Wachstum als abgeschlossen ansehen und damit auch beenden. Und die Körperzelle, die das aber nicht versteht oder verstehen will, wächst einfach weiter. Oder aber diese Körperpolizei, die das also regelt, dass die Zelle nicht mehr weiter wächst und sich nicht vermehren kann, die hat irgendwann mal nicht aufgepasst. Und deswegen glauben wir, passiert heute Knochenkrebs, weil es ja auch in der Nähe der Wachstumsfuge ist, also in der Nähe der hohen Potenz von diesen Wachstumsfaktoren. Die Immuntherapie an sich greift an dieser Stelle an. Also das bedeutet auch bei der Krebsentstehung, dass dieser Mechanismus nicht funktioniert.
die Immunabwehr des Körpers über T-Zellen und die Krebszelle, die im Grunde Fake News, das ist ja ein zurzeit gängiger Begriff, aussendet und sagt, pass mal auf, T-Zelle, ich bin überhaupt keine Krebszelle, sondern ich bin eine körpereigene, gesunde Zelle. Und diese Fake News verstehen die T-Zellen nicht und gehen nicht gegen die Krebszelle vor, sonst hätte die Krebszelle überhaupt keine Chance, weiter zu wachsen. Ja. So, und die Immuntherapie setzt genau an dieser Stelle an und blockiert einen Mechanismus, dass diese Interaktion zwischen Krebszelle und Tumorzelle wieder normal funktioniert und die Krebszelle als solche erkannt wird. Genau, aber Sie sagten ja, bei der Immuntherapie, da weiß man im Moment noch nicht so genau, ob sie nachher hilft und man will die Zeit nicht verlieren und nimmt etwas Bewährtes, was hilft. Genau. Und das ist die konventionelle Chemotherapie. 3 Monate ja. Und dann die OP. Jetzt frage ich Sie, warum nicht gleich die OP? Das abgesehen davon, dass man die Erfahrung hat, aber warum? Ja. Warum zuerst, was tut die Chemo Gutes vor der OP, damit die OP besser wird? Ja, das ist ein bisschen aus der Historie erwachsen, weil wir früher heißt Mitte, Ende der 70er Jahre, viel Zeit brauchten, um zum Beispiel eine knochenüberbrückende Prothese, das ist ja nicht vergleichbar mit der Altersprothese, die wir bei einer Arthrose einsetzen, sondern eine richtig defekte überbrückende Prothese herstellen zu können. Ja. Wir haben aber dann gesehen, dass durch diese anfängliche Chemotherapie, die ja 3 Monate auf den Tumor gewirkt hat, wir genau wissen, nach diesen 3 Monaten, der Tumor reagiert auf unsere Chemotherapie. Tut er das nicht, also wenn ich den Tumor dann nach 3 Monaten operiert habe, hat er dann nicht reagiert und ist möglicherweise weiter gewachsen oder sind die Zellen in dem Tumor unter dem Mikroskop noch alle lebendig, dann muss ich meine Chemotherapie in einen anderen Arm führen. Also ich muss meine Medikamente ändern, um den Tumor anders behandeln zu können. Denn sonst weiß ich, der Tumor, ich gebe zwar Chemotherapie mit allen Nebenwirkungen, aber der Tumor selber reagiert darauf nicht. Genau, und die Prothese oder das Operative, was Sie dann tun, ist ja dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es ja an anderer Stelle womöglich doch weiter wächst. Genau. Bei der OP, also ich habe gehört, da gibt es einen Standard und es gibt noch etwas, was man außerdem gerne tut. Also Sie haben das Gelenk schon angesprochen. Angenommen, wir bleiben beim Bein, das wäre ja dann eine überbrückende Prothese, die hier anfängt und wahrscheinlich im Schienbein aufhört. Genau so, wie ein Türscharnier, nur etwas größer. Das ist toll für ein Kind, das gerne spielen möchte, oder? Das funktioniert leider auch beim Wachstum nicht. Das Problem haben wir immer, wenn Kinder klein sind, 8 Jahre, 6 Jahre, also da kommt dieser Tumor natürlich auch vor. Ja. Und wir wissen, wir streben ja an, und das gelingt uns auch sehr oft, dass die Kinder ein ganz normales Alter von 70, 80, 90 Jahren erreichen. Mhm. Wenn wir eine Rekonstruktion planen, dann muss natürlich eine Rekonstruktion auch lange halten. Und eine Tumorprothese tut das nicht. Das ist was anderes, wenn wir über einen 20-Jährigen reden. Da haben wir einen dickeren Knochen, bessere Knochensubstanz. Und da funktioniert auch eine Prothese als goldener Standard. Aber bei den kleinen Kindern streben wir immer eine biologische Rekonstruktion an. Das heißt? Man kann Knochen im Körper züchten. Sie können zum Beispiel, wenn Sie einen Defekt in der Mitte des Knochens haben, zum Beispiel im Bereich des Schienbeins, können Sie den Knochen mit einem externen Apparat nochmal durchtrennen und dann über den externen Apparat jeden Tag den Knochen 1 Millimeter verlängern und in dem Spalt wächst dann neuer Knochen. Ja. Wir nennen den Knochen Kallus, das kennen wir aus der Frakturlehre natürlich, dass sich Knochen immer neu bildet. So, und wenn ich dieses Knochenstück immer weiter runter transportiere, komme ich irgendwann an der Andockstelle an, also und habe diesen Defekt überbrückt, den ich vorher tumortragend herausgeschnitten habe. Geht das an jeder Stelle, wenn wir beim Bein bleiben? Das geht an der Stelle, am Oberschenkel und Unterschenkel natürlich, aber nur dann, wenn das Gelenk nicht betroffen ist. Ja. Also diese, wir nennen das Diaphysäre-Tumoren, die also in der Schaftmitte eines Knochens sind, die sind für biologische Rekonstruktion hervorragend geeignet. Und das könnte dann bedeuten, ein paar Monate dann kam Monate, das auf. Ja, und das dauert ja doch, also jeden Tag 1 Millimeter ist ja eine Menge, aber dauert ja doch, gerade auch für ein Kind. Und wenn dann das Gelenk noch betroffen ist, dann trotzdem ein künstliches Kniegelenk zum Beispiel? Oder? Das geht nicht zusammen. Ich kann nicht einen Kallustransport machen oder Knochentransport und dann ein künstliches Kniegelenk. Also wenn ich ein Gelenk
habe, dann muss ich mir etwas anderes überlegen. Da gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel biologischen Knochen zu transplantieren. Man hat im Körper, ich will jetzt nicht sagen Ersatzteillager, aber Sie haben schon Knochen, den Sie weniger dringend brauchen als andere. Zum Beispiel das Wadenbein gehört mit dazu. Ja. Ich habe gestern eine Operation durchgeführt in Bad Abbach, wo wir einen Tumor hatten im Bereich des Oberarmknochens. Und dort haben wir das Wadenbein aus dem Unterschenkel transplantiert. Mit seinem Gefäßstiel, damit es also ein lebendiges Transplantat ist, haben den Gefäßstiel wieder angeschlossen an Armgefäße. Und der wird auch weiter durchblutet. Und das Schöne ist, dass dieses Wadenbein dann nicht nur schneller einwächst, so ähnlich wie unser transportierter Knochen, der ja auch körpereigener Knochen ist, sondern dieses Wadenbein wird auch im Laufe der Jahre dicker werden. Das dauert 2-3 Jahre, aber dann wird er irgendwann genau den gleichen Umfang haben wie der normale Oberarmknochen auch. War das ein Kind auch? Das war eine erwachsene Frau. Ah, ja. Sie hatten gerade eben schon das angesprochen mit der Diagnose, wann die Diagnose kommt. Unglücklicherweise war die Frau bis vor 10 Tagen schwanger, hat das Kind ausgetragen und da ist die Diagnose verzögert worden, weil der niedergelassene Arzt gesagt hat, nee, in der Schwangerschaft kann ich keine Röntgenaufnahme machen. Und dann kam sie mit einem relativ großen Tumor. Ja, das zeigt uns, dass Sie aber ja auch Erwachsenen helfen können, wenn die von Knochenkrebs betroffen sind und nicht nur den Kindern. Dennoch habe ich zum Schluss eine Frage. Diese Kinder, die haben ihr ganzes Leben vor sich, die können sich selbst noch nicht so schützen, die haben viel mit Emotionen zu tun. Wie kommen Sie denn damit zurecht, dass Sie Kinder behandeln mit so schweren Krankheiten? Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, dass man als Orthopäde oder Unfallchirurg, dass man ja viele Patienten kurz sieht, denen zum Beispiel in der Altersarthrose-Arbeit eine Hüftprothese einsetzt und dann verschwinden diese Patienten aus dem Blickfeld. Mhm. Die kommen vielleicht nochmal zur Nachsorge in einem Jahr oder in 2 Jahren und irgendwann sind sie dann aber weg oder gehen zu ihrem niedergelassenen Arzt. Aber diese Kinder oder Jugendlichen, die bleiben ihnen, wenn sie das überleben, und das tut eine große Anzahl, die überleben glücklicherweise, bleibt ihnen eigentlich ein Leben lang treu. Also sie erleben die als 12- oder 14-Jährige, die sie operieren, dann wieder spätestens, also zur Nachsorge sowieso, aber die kommen dann mit 20 und dann kommt der Lebensgefährte und mit 23 kriegen sie dann eine Hochzeitsanzeige oder sie kriegen die Anzeige, dass ein Kind geboren wurde. Da habe ich auch viele Patienten, die dann inzwischen kommen und sie werden mit denen auf Facebook verlinkt und diesen ganzen sozialen Medien und verfolgen deren ganzes Leben. Und das macht eigentlich die Arbeit auch nicht nur interessant, sondern auch außerordentlich schön, und sie sind mit denen sehr, ja, sehr eng verbunden, was man sonst als Arzt auch manchmal hat, aber nicht in dieser Form und in dieser Häufigkeit. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.